Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Heute mal mit einem Trading-Tipp. Also lange ist es her, als wir das letzte Mal wirklich einen richtigen Trading-Tipp rausgehauen haben. In der Regel waren es jetzt eigentlich immer Investing-Tipps, die von mir kamen. Jetzt gibt es mal endlich wieder einen Trading-Tipp, mit dem ihr auf die Schnelle von jetzt auf gleich ein paar Coins regenerieren könnt. Und zwar haben wir uns hier dafür die Liegen-SPC rausgesucht. Natürlich wieder eine Trading-Methode, die in Verbindung einer SPC ist, denn so machen wir eigentlich seit FIFA 17 die meisten Coins. Die SPCs sind wirklich ein Segen für Trader und auch hier funktioniert das richtig gut. Wir haben hier die Ligen-SPC, haben vier Ligen, mit denen das auch funktioniert. Die mexikanische Liga, die portugiesische Liga, russische und türkische Liga. Und wir machen es jetzt mal mit der türkischen Liga. Und dafür gehen wir hier auf den Transfermarkt und gucken mal, was haben wir denn hier? Hier haben wir die Super League schon rausgesucht, gehen auf Qualität Silber, wie es hier auch voreingestellt ist, und machen dann hier erstmal einen Maximalpreis von 150 Coins. Beziehungsweise vorher müssen wir kontrollieren natürlich, was ist der günstigste Sofortkaufpreis. Ich habe es natürlich eben geguckt, für 300 Coins bekommt ihr keinen, aber für 350 Coins sind die günstigsten Spieler auf dem Markt. Heißt, wir kaufen die Spieler für 150 Coins und können die mindestens für die 350 Coins verkaufen. Das ist schon mal ein Gewinn, der sich sehen lässt, denn wir verdoppeln unsere Coins. Es ist zwar kein großer Gewinn anhand eines einzelnen Spielers, aber wenn man das in Massen macht und man sieht, der Gewinn ist relativ hoch, weil wir die Coins mindestens verdoppeln, lohnt sich die Sache sehr und manchmal hat man das Glück, man bekommt wirklich einen Spieler, der noch mehr wert ist, mit dem man wirklich viele Coins macht. Wir suchen dann drauf los und bieten auf alles bis auf Torhüter 150 Coins. Torhüter, die kosten meistens, also bei fast jedem Torhüter ist es so, dass der wirklich zum günstigsten Preis, also für die 350 Coins, verkauft wird. Heißt, mit dem macht man den Minimalgewinn nur. Deshalb ja, suche ich erstmal alle Spieler bis auf diese Torhüter eben. Und dann könnt ihr hier, wir gehen mal ein bisschen weiter weg, auf alles eben eure 150 Coins bieten. Hier ist wieder ein Torhüter, den wollen wir natürlich nicht holen. Spielt jetzt hier auch 200 Coins, können ja auch eigentlich mitgehen. Das ist eigentlich auch kein Thema, wenn es Feldspieler sind. Die sind in der Regel auch mehr wert als 350 Coins. Und dann könnt ihr hier auf alles 150 Coins bieten. Davon bekommt ihr dann, wenn ihr eure Liste komplett voll macht, also heißt, wenn ihr 5 Spieler bietet, bekommt ihr so 15 bis 20 Spieler, je nachdem, um welche Uhrzeit ihr das macht. Manchmal funktioniert es wieder besser, zu anderen Zeiten bekommt ihr fast gar nichts. Also das ist immer unterschiedlich, das ist eigentlich wie bei fast jeder Trading-Methode. Es funktioniert immer zu unterschiedlichen Uhrzeiten unterschiedlich gut. Ja, und dann machen wir quasi unsere Liste voll und bieten die Spieler eben danach für dementsprechend den Preis an, den er halt wert ist, am besten halt ein bisschen günstiger, und so verdoppeln wir unsere Coins mindestens. Wir können aber noch eine andere Variante hier nutzen, mit der man noch mehr Coins regenerieren kann, aber auch mehr Coins investieren muss. Und das ist eben eine Variante, wo wir hier den Preis ein bisschen hochschrauben. Wir gehen auf mindestens 400 Coins hin, maximal gebe ich jetzt 600 Coins ein. Ihr könnt das ein bisschen variieren, also das sollte einfach nur so sein, dass ihr Spiele habt, auf die ein paar Coins auch schon geboten wurde. Ihr könnt das so variieren, wie ihr es eben wollt. Jetzt geben wir hier mindestens Sofortkaufpreis 1600 ein, damit es wirklich ein Spieler ist, der ein bisschen was wert auch sein soll. Und dann bieten wir auf alle Spieler, auf die hier schon geboten wurde, einfach mit drauf. Da könnt ihr auch wirklich, also ihr könnt natürlich auf Nummer sicher gehen und gucken, was der Spieler im Endeffekt wert ist. Ich mache es einfach so, ich biete bei allem einfach mit, weil es meistens so ist, oder eigentlich ist es immer so, dass die Spieler deutlich mehr wert sind als das, was hier geboten wird. Und deswegen machen wir hier eigentlich immer richtig guten Gewinn, und dann geht es einfach schneller, wenn wir hier einfach blind drauf mitbieten. Wir gehen mal ein bisschen weiter weg hier. Und ganz, ganz oft rutscht dann da mein Spieler sehr günstig durch und ihr macht dann wirklich einen tollen Profit hier. Wichtig ist es allerdings noch, dass wenn ihr hier auf die Spieler geboten habt, oh fuck, ihr müsst natürlich darauf achten, dass es ein Spieler mit einem Gebot ist. Das hier war jetzt ein Fehler, da hat nämlich keiner drauf geboten. Kann sein, dass der nichts wert ist. Es ist halt wichtig, dass da ein Gebot drauf war auf dem Spieler. Hier zum Beispiel, auf den bieten wir nicht, auf den auch nicht, auf den nicht, auf den nicht. Aber hier, auf den wurde 400 geboten, bieten wir mit. So, und dann, wenn wir dann unsere Liste voll haben, ich habe sie natürlich jetzt nicht voll, gehen wir hier auf die Kandidatenliste drauf und bieten bei allem nochmal mit, bei dem halt eben drauf geboten wurde. So, hier sind die ganzen Spieler. Da können wir jetzt überall einfach nochmal mitbieten, ne? Damit wir auch da den einen oder anderen Spieler bekommen.
Hier bei dem, wo so wenig geboten ist, da weiß man nie, was der wirklich wert ist im Endeffekt. Jetzt hängst du hier leider ein bisschen. Jetzt bieten wir hier nochmal 600 mit. Und dann bieten wir halt überall mit, damit wir auch den einen oder anderen Spieler bekommen. Und dann können wir sie halt danach dementsprechend für den Preis verkaufen, den er halt eben wert ist. Sehen wir, jetzt haben wir hier schon ein paar Spieler sogar bekommen. Und dann können wir später gucken, was die natürlich wert sind. Und ja, wie gesagt, da machen wir normalerweise immer einen guten Gewinn. Hier seht ihr auch, dass mit ein paar Spielen eben schon funktioniert hat. Die hier haben wir fast alle für 150 Coins bekommen. Die 800 Coins wert sind, da kann es sein, dass wir da ein bisschen mehr mitgeboten haben. Aber der Rest wurde für 150 Coins eingekauft und dementsprechend für den teureren Preis verkauft. Das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr solche Trading-Videos noch mal mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da und dann war's das vom Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.